Der Wiener Akademikerball 2018 ist wieder ein Höhepunkt in der Balltradition in Wien. Und auch heuer wieder kommen viele Gäste mit viel guter Laune in die Wiener Hofburg. Und der erste Gast neben mir ist ein ganz besonderer Gast, nämlich unser Vizekanzler H.C. Strache ist bereits hier. Sie sind ein langjähriger Gast des Wiener Akademikerballs. Was macht denn den Ball so besonders? Ja, der Wiener Akademikerball der Freiheitlichen Partei Österreichs ist einer der schönsten Bälle auch der Wiener Ballsaison. Ich meine, dieses wundervolle Ambiente hier in der Wiener Hofburg, das spricht für sich, aber vor allen Dingen auch die Eleganz der Damen mit ihren wundervollen Arbeitabendkleidern und die Herren vorwiegend auch mit Frack und ein paar auch mit Smoking. Und dann natürlich auch das farbenfrohe Element der Couleur-Studenten, der farbentragenden Studenten. Also das ist einfach ein wundervoller Ball mit einer großen Tradition und ja, auf den freut man sich jedes Jahr. Heuer haben sich leider wieder sehr viele gewalttätige Proteste angekündigt und die Demonstranten ziehen schon durch die Innenstadt. Was richten Sie denn den Demonstranten in der Innenstadt aus? Ja, das ist sehr, sehr traurig, dass in den letzten Jahren sich so eine Permanenz auch entwickelt hat, wo man so einerseits zu Demonstrationen aufgerufen hat, was ja redlich ist und auch korrekt ist, wenn es sich um friedliche Demonstrationen handelt. Aber wir haben ja auch in der Vergangenheit schon erleben müssen, dass man im Netz zur Gewalt aufgerufen hat. Das ist auch dieses Jahr der Fall, dass man auch aus dem Ausland linksextreme Gewalttäter versucht hat zu mobilisieren. Da haben viele Ballgäste am Weg hierher und vor allen Dingen Damen grausige Sachen erleben müssen, nämlich dass sie bespuckt, beschimpft, getreten, beworfen worden sind mit Steinen und anderem. Also so etwas Gewalttätiges hat nichts verloren. Und ich hoffe, dass heute es friedlich bleibt. Das ist mein Appell auch. Ich hoffe, den Appell auch an den Anstand der Demonstranten zu richten. Und danke schon jetzt auch der Wiener Polizei. Und hoffe, dass kein Exekutivbeamter verletzt wird und dass das öffentliche und private Eigentum der Wiener Bevölkerung auch nicht beschädigt wird. Denn wie kommen die Menschen dazu? Dann wünschen wir einen wunderschönen Abend und danke schön für das Interview. Das sind die ersten Eindrücke des Wiener Akademikerballs und morgen sehen Sie dann eine Zusammenfassung des heutigen Abends.